Ach so, ganz kurz, ich mach mal ganz kurz einen kleinen Ausflug, während du den Akula holst. Weil vor uns ist eine Yacht und ich werde einfach mal das Ding. Ich werde einfach mal mein Flugzeug in die Yacht reinfliegen. Alles klar. Oh, Scheiße. Halt mir fest, ich habe niemanden damit gekillt. Ich bin aus dem Heli gesprungen. Ich glaube, der ist nicht so ein volksgenössischer. Hier steht ein Auto. Jetzt ist mein ganzes Hangar leer. Ich stehe nur mit Helm da drin. Und es ist wahrscheinlich irgendein Modder hier drin. In dieser Sitzung ist ein Seeseeler aufgetreten. Das ist eigentlich so mein Fuck, dass man als Mensch weiß, dass man was vergessen hat, aber nicht weiß, was man vergessen hat. Man vergisst doch lieber, dass du was vergessen hast, aber weiß, was du vergessen hast. Ergibt das Sinn? Ja. Ich meine, wenn ich das sage, ergibt das sowieso Sinn, ne? Das muss man jetzt mal erzählen. Das ist klar. Ja gut, dann können wir ja ein Rennen fahren. Dann würde ich vorschlagen, wir machen ein Rennen. Du mit dem Rennrad gegen mich im Ferrari. Ah, das kann man nur so sagen. Darf ich ganz kurz mal einer der besten, oder einer der meiner Meinung nach besten Counter-Strike-Interviews zitieren? Ja. Mein Wagen brennt ja, mein Easy. I'm feeling, thank you. So, die Frage ist, 5 Runden, 10 Runden, 15, 20 oder 25? 10 oder so, würde ich sagen. Also sollen es 25 werden, habe ich das richtig gemerkt? Ah. Hallo Paul, lebst du noch? Fortest du, alles klar, Bro. Hast du schon, klar. Ja, aber die Sache ist halt vor allen Dingen, ein Typ raged die ganze Zeit im Chat und beleidigt mich. Ich werde jetzt noch eine Minute oder zwei warten, kicke ich den Typen aus der Lobby. Warum mache ich das, fragen sich jetzt manche. Die richtige Antwort ist, warum sollte ich es nicht machen? Hier irgendwas melden. So, Wolf, ich habe jetzt geschrieben, dass ich launche, nachdem ich alle Leute rausgekickt habe. Ich überlege gerade. Ich muss betteln, damit der drin bleibt. Bestimmt. Also eigentlich fahren wir ja viel. And we say bye bye! Sorry, ich muss eigentlich kurz gewinnen. Gut. Die Karre ist sich ja, schon wieder nur am Drehen. Ich fahr einmal seitlich in dich rein, du fliegst erstmal bis nach... Das ist genau richtig gemacht, so macht man das. Wir fahren die gerade rückwärts, kann das sein? Nee, doch nicht. Okay, das ist doch nicht die Möglichkeit, ich dachte. Rückwärts fahren. Auf Regen, ohne alles, der ist nur am Rutschen, nice. Die Kurven. Ich darf kein Gas geben. Ne? Hat dich Front- und Hexballer gekostet. Mhm. Und Chassis. So, Paul, was war dein Lieblingsfach die letzte Zeit? Warte, eigentlich immer. Digga, ich habe in Mathe ein verficktes Defizit auf dem Zeugnis, was willst du? Schick dir eine Liste immer noch. was habt ihr in Mathe gemacht? Boah, keine Ahnung, Digga. Der Unterricht war nicht so für den Arsch. Ich saß in Erdkunde und wir haben Online-Unterricht im Unterricht gemacht, wo ich mir so denke, alles klar, Digga. Und unsere Schule will unbedingt so ein schwules Siegel gegen Rassismus, also dass unsere Schule rassismusfrei ist und so. Das ist jetzt aber kein Alleinstellungsmerkmal mehr für uns in der Stadt Österreich Neuschwanstein. Jetzt müssen wir was Neues machen und erwarten wir volle Mitarbeit von den Schülern. Also du hast meine Mate angesehen, wie kurz der vor einem Ausraster war. 200 oder irgendwelche Leute, keine Ahnung, die Zeit hatten in diesen 2 Stunden, haben 250 Ballons mit Karten gegen Rassismus in die Luft fliegen lassen, wo ich mir nur so dachte, Greta wäre stolz auf euch. Dafür, dass wahrscheinlich keine einzige Karte gelesen wird. Wir setzen ein Zeichen gegen Rassismus. Ich poste jetzt einen Blackscreen auf Instagram. Ah, ja, herzlichen Glückwunsch, tut mir leid. Davon können Sie jetzt irgendwelche Leute, die davon tatsächlich betroffen sind, auch nichts kaufen. Ganz kurz, ich war gerade in der Box und habe in der Box Zeit auf dich gewonnen. Das ist die GTA-Logik, die ich nicht verstehe. Na gut, aber wie gesagt, nehmen wir gerade jede zweite Wand mit. Ja, aber ganz kurz, wenn ich in der Box stehe, kann ich keine Zeit auf dich gewinnen. Stimmt. Lul. Sag mal so, besser Heckspoiler als Frontspoiler, ne? Aber ganz kurz, es regnet nicht mehr, das finde ich unfreundlich. Ich habe extra Stimmt. Regenfahrt gebucht. So, jetzt warten wir einfach, bis wir respawnen oder sterben. Beste warte ich hier spinnen. Oh, warte, jetzt habe ich eine Challenge gefunden. Ich weiß, wir das versuchen. Ja. Der Plan ist, wir fahren mit dem Boost, versuchen auf diese Schrägen da zu kommen. Brr.
So, siehst du, wie ich das gemacht habe? Ah, auf diese Dinger da drauf fahren. Was ist... Ja, Digga. Die spawnt irgendwann, ne? Weg, Paul. Da, wo wir das versucht haben, bist du näher drauf. Lul. Ich gedacht, dass es so krass klappt. Ja, mich hat's auch gewundert. Ich find's auch... Weißt du, was mich immer noch aufregt? Nein. Dass 77 plus 33 nicht 100 ergibt. Naja. Ich muss jetzt ganz kurz nachdenken. Irgendwann mal ein deutscher Bundespremierminister, was weiß ich. In Deutschland zu einer Diktatur und mein erstes Gesetz ist, dass das ab sofort gültig ist. Hey, ich kann aussteigen und laufen und hab gleich nochmal. Nein. Ah. Okay, ich hab keinen Bock mehr. Können wir Autos tauschen? Ja. Letztes Mal. Ja. Komm, wir fahren mal eine Runde Autobahn mit dem Formel 1 Wagen, das hat Style. Wenn du einfach mit 470 in der Autobahn, durch über die Autobahn fahren willst. Mann, ich bin ja sehr bodenständig, ich will ja nur mit 470 über die Autobahn fahren. Die anderen Leute stören mich da. Vor allen Dingen stört es die wahrscheinlich auch, wenn ich mit 470 in die Reihen fliege. Nö. Alexa, spiel meine guten Morgen-Playlists. Also Leute, vielen Dank, wenn ihr bis hier zugeschaut habt. Schaut unbedingt auf meinen anderen Socials vorbei.